Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Wer hätte das gedacht? Ja, wir befinden uns hier in den Ruinen von Walbrick und ja, wir wollen mit Aspel, Richard, Sophie und Pascal uns in Walbrick einschleichen durch diese Apparatur, die wir letztens gefunden haben. Und ja, ich wollte eigentlich davor den Part beginnen, aber dann habe ich gesehen, hier ist ein Skit und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, deswegen machen wir jetzt schon mal weiter. In der Ruine! There should be a device here that lets us exit from the ruins into Walbridge above us. Okay, let's go find it. Ja, super. Danke für diese informativen Informationen. Jetzt, wer hier aufpasst, der hört, ach ja, ich will kritisch angreifen. Der wird merken, dass die Kampfmusik sich ein bisschen verändert hat. So. Geil, war. Ist höchstwahrscheinlich auf Tales of Destiny 2. Habe ich nie gespielt, leider. Und ich habe mir auch vorgenommen, alle Tales of Spiele mal irgendwann zu spielen. Wer weiß, vielleicht kommt die Attacke irgendwann mal. Weil die Destiny-Reihe, die soll ja von denselben Machern sein wie hier Tales of Graces. Deswegen glaube ich, dass das Spiel ein bisschen ähnlich sein wird. Und so. Wir schlachten alle ab, okay. Our ultimate goal is to lower the south bridge and open the gate there. However, okay. If I can raise the north bridge, it will cut off my uncle's reinforcements. I'd like to deal with both bridges while we're there. Once we're inside, our first priority will be to raise the north bridge. After my uncle's forces are cut off, we'll proceed to lower the south bridge. Understood? Good. Pascal, if you would be so kind as to activate the device. Sure, I'll just give it the old chunk chunk and then bam! Easy peasy, nice and breezy. Was? Easy peasy, nice and breezy? Who? On the inside wall bridge? Yes, and we are likely surrounded by my uncle's men, so we should move with purpose. Let's make for the mechanism that controls the north bridge. Alles klarchen, so. Ihr sollt nur schon mal vorgewarnt sein, ich verirre mich hier jedes Mal. Also, naja. Mal gucken. Ich muss mir mal merken, wo wir jetzt sind. Na, ernsthaft, ich verirre mich hier jedes Mal. So, Schatzruhe. Ein Elfengewand. Warte mal, Gewänder, die kann doch Richard ausrüsten, ne? Boink. Okay, dann hier hoch. Und ja, ich werde die meiste Zeit Pascal steuern. Findet euch damit ab. Pascal ist die größte. Ich glaube, wir können ganz nach oben. Und noch einer oben. So, jetzt bin ich schon wieder verwirrt. Warum können wir denn so viel nach oben? Hi. Kritisch angreifen. So, erstmal, wenn ich mal jemand anderen steuere. Erstmal mit Sophie. Hi. Au. Wie kannst du es wagen? Sophie steuere ich eigentlich auch gerne. Aber solange wir noch keinen Heiler haben, finde ich das ein bisschen riskant. Aber ich habe ja ein bisschen trainiert, also kann ja nichts passieren. Beweglich bleiben. Sophie hat großes Talent für Nahkampfangriffe. Habe ich sie halt erstmal gestolpert jetzt oder was? Und trotz ihrer begrenzten Reichweite kann sie viel schnell Angriffe in kurzer Zeit landen. Wenn du links und rechts mit Arzt verwendest, bewegst du sie manchmal über das Schlachtfeld. Nutze dies da, um Nacht um mächtige Angriffe ausweichen muss. Okay, das habe ich jetzt nicht so verstanden. Ich kann mitten in den Arzt, kann ich nach links und rechts drücken, dann bewegt sie sich oder was? Glaube ich jetzt nicht so verstanden, ehrlich gesagt. Was verstehe nicht. So. Was ist denn dann hier?
dieser Etage. Ach, okay, da kommen wir ganz nach draußen. Okay, ich glaube, ich habe wieder die Struktur im Kopf. Wird mir natürlich nicht so sehr helfen. Naja. Ich würde mir eigentlich eine Karte zeichnen. So könnte ich hier überleben. Hi. Zack. Da komm, steuere ich sie nicht. Damn. Warte mal. Hattest du nicht irgendeine Attackart? Schossstab. Warte mal, wo habe ich den denn immer hingepackt? Ich glaube hier, ne? Muss ich genauso platzieren, wie ich sie sonst mal platzieren. Oh, das war Unwetter. So, das Ding hat so eine riesige Reichweite, ne? Well, I'm nowhere near your level, Asbel. Aufgeladene Art. Todesklaus ist ein speziell verbundenes Art, das so viel nutzen kann. Es muss durchs Halten von X in einer Combo aufgeladen werden. Optimaler Einsatzpunkt dafür, Zeitpunkt für aufgeladene Art ist Taumeln oder Niederschlag eines Gegners. Sobald du höhere aufgeladene Art erlernst, solltest du versuchen, die Ladeanzeige noch weiter aufzuladen. Das ist sehr gut. Vor allem, wenn man die Ladegeschwindigkeit verringern kann. Ah, okay. Weil dann kannst du noch schneller aufladen und dann... Bams. Schwert der Rettung. Richard, are you wounded? No. Just frightened is all. Whether they're traitors or not. I'm still raising arms against my own people. It pains me to think of it. You don't need to suffer like this, Richard. All of your fear and doubt, let me bear it for you. That's why I'm by your side, after all. I need you to keep on. That's the only way I can be saved. How will that save you? Being your sword is a kind of salvation. I don't have a place in this world, but your hope gives me hope. In that case, Asbel, let's continue on. You got it. Alles klar. Fangen wir damit an, diese hier fertig zu machen. Mach jetzt mal. Bams. Steuere schon wieder. Als Shotgun Blast. Bam. Shotgun? Shotstaff meine ich. War dann gelähmt. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen stark. Richard hat Rachebeißer gelernt. Aufgeladene Art, fortgeschritten. Einer der Titel für den Einsatz aufgeladene Art hat eine Fertigkeit, die deine SK bisweilen ganz wiederherstellt. Ein wenig Glück ist notwendig, aber wenn es klappt, hast du das Sagen. Hat sich dein Ziel von dir entfernt, führe einfach einen Fortschritt in eine Richtung aus und setze Kombo fort, ja. Das ist einfacher gesagt als getan. So, nächster. Bams. Aua. Oder war ja Rachebeißer, wenn man das gesehen hat. Das grüne Ding von Richard. Zack. Ja, wir machen die Gegner irgendwie fertig. Vielleicht soll ich mal auf den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Aua. Aber mal gucken. Seelensammlermeister, okay. Das habe ich übrigens auch noch nicht erwähnt. Wenn ich einen Titel für einen bestimmten Angriff gemeistert habe, dann stelle ich ihn normalerweise aus. Weil dann kann man keinen Titel mehr dafür bekommen. Wieso soll er denn jetzt Seelensammler einsetzen? Da kann er aber lieber hier Rachebeißer einsetzen. Schneller dafür den Meistertitel oder Adeptentitel bekommen. Und ja. Das würde eher Sinn machen, finde ich. Okay, dann tue ich meinen Schwierigkeitsgrad noch mal erhöhen auf böse und speichern wir mal. Hier war das, glaube ich. Weil ich habe keine Lust, noch meine ganzen Wege reinzulaufen. Aber ich glaube, die Gegner waren auf den Schwierigkeitsgrad schon zu hart. Ich habe mal so einen Testkampf gemacht vor Grailzeit und die haben mir doch richtig gegeben. So, werden wir ja jetzt sehen. Weil so einfach soll es ja auch nicht sein. Und mein Gott, die halten schon viel zu viel aus.
habt ihr nicht 4000, ja super. Ah. Oh Gott, Pascal. Ah. Nixer, ich glaube, wir stellen doch wieder um. Wenn schon einer verreckt ist. Aber vor allem die Bosse, die sind ja immer ein ganz Stückchen schwieriger als die normalen Gegner. Deswegen Schwierigkeitsgrad lieber runter. Ah. 136, hallo? Komm, Kämpferin. Aber 200 Dingens? Das ist auch nicht zu verachten. 200 FP. So, gehen wir mal hier runter. Hauptturm, NW, Nordwesten. Ja, ich weiß total, wo wir sind. Hier kommt man, glaube ich, wieder ganz da draußen, ne? Jupp. Okay, da kommen wir. Okay, ich weiß, wo wir sind. Total. Und da haben wir schon mal die erste Brücke runtergelassen. Okay. Sweet. So far so good. Now we just have to activate the south bridge. Once it's lowered, we can open the gate. But the control room for the gate is locked. And the key is in the central tower. Let's go there first. Okay. Aber erstmal gehen wir hier hin. Jawohl. Ich wollte das sagen oder auch nicht, aber anscheinend können wir doch gehen. Oh ne, Entdeckung sich gerade. 300 Jahre altes Fass. Windows Erhebung. It's probably hundreds of years old. Speaking of ancient things, the knights seem to have merged with my uncle's forces. Wait, what? When the first stage of Windor's emergency defense measures are ordered, control of the armies passes to the knight command. Oh, I get it. Wait, no I don't. So what's going on now? In short, the entirety of Windor's military is preparing to engage me in all-out war. It's been hundreds of years since we raised a force of that size. Asbel, will you fight? I'd be lying if I said I wasn't afraid. But it's not enough to hold me back from what I believe in. There's nothing to worry about, Richard. I will fight by your side. I'm relying on you. Wie kam er aber darauf, nachdem wir dieses Fass gesehen haben? Was hatte dieses Fass denn jetzt damit zu tun? Das verstehe ich nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Dankeschön, Richard. Dann. Ja. Wo waren wir nochmal? Ich glaube, wir können ganz nach oben, ne? Top, 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 top. Da kommen wir wieder zur Mitte. Von hier unten sind wir gekommen. Dann gehen wir jetzt nach oben. Dann gehen wir auf die rechte Seite, gehen da ganz nach unten und so weiter und so fort. Hi. Das hat immer noch einen Schwierigkeitsgrad untergestellt, Mann. Ja, so stark sind die halt doch nicht eigentlich. Immer einen schlechten Tag erwischt. Nein, nicht auf Pascal. Spinnst du. Boah, wie ich das jetzt zur Rettung gekommen bin. Boah, die sind doch nicht so stark. So, ich möchte dieses Level Up Dingen haben. Boah, ich dachte, hier wäre eine Spinne. Der war ja nur so bei meinem Popschutz. Da war irgendwas am Wirbeln. Nein. Obwohl, kann ich auch gleich mal gucken. Ich bin sowieso dahin. Da kommen wir wieder zur Brücke, da kann man nicht hin. Ja, ich weiß, was das ist. Hallo. Oh, hallo. Ja. Stell ich mal vor, ich wäre hier reingegangen, hätte meine Mütze aufgeladen und dann erst hätte ich die Truhe geöffnet. Das wäre richtig blöd gewesen. Aber ich kann nichts kaufen, weil ich alles habe.
Hier ist nichts. Okay. So, was haben wir da? Lass mal gucken. Lass gucken, Mann. Alter. Nichts. Okay. Warte mal, egal. Ich komme mit der Struktur dieses Dingen hier nicht klar. Aber naja. Da kommen wir wieder zur Mitte, wo wir noch nicht hinkommen. So, war ich hier schon auf der Seite? Ach, wow, hi. Wollen wir schnell die aufstehen wieder? Aua. Aua. Mann. Oh, gut gemacht, Pascal. Burn. Hab ich eigentlich schon? Ja, ich hab das schon. Ha! Bam! Stampede Strike! Warum sagen die mir das jetzt erst? Ich habe doch schon eine gehabt mit Richard. So, Geist plus erlernt. Das heißt, jetzt bekommt er nach jedem Level ab Christ Angriff plus 1. Cool. Mystische Arts sind Special Arts, die du auf deinen Abenteuer lernen kannst. Dann erscheint links auf dem Bildschirm bei 11 Schüben eine Anzeige für mystische Arts. Ist die Anzeige mindestens auf Level 1, kannst du einen Combo das mystische Art mit L1 aktivieren. Geil! So, erstmal wieder Titel wechseln. 4500, jo, genau. Phantomblitz. So, ich brauche neue Dingens. Das sind direkt zwei. Ich brauche neue E-Arts. Zack. Zack. Ich hatte nur einen. Und fuck. Richard, you're hurt. No, I'm fine. Nein, mir geht's gut, geh weg. Pascals Freundtitel. Okay, da müssen wir hin, aber ich möchte noch mal. Nein, möchte ich nicht. Gut, dann gehen wir mal hier lang. Weil hier müssen wir rein. Ja, so schön ausgestellt ist. Richard! Richard! Oh no! I did it! I did it! I killed the prince! Hey! Sophie! Pascal! Grab him! He'll call reinforcements! Come on, just hang in there. Stay with me. Das sah sehr merkwürdig aus. Okay, dir geht's wieder gut, oder Richard? You'll
ordered. Stop it right now! How dare you order me! Richard. What? Wait. I'm sorry, Aspel. I didn't mean to say that. Are you okay? Is it your chest? It'll be okay. Let's just hurry to the South Bridge. We have the key now. Yeah, okay, but what about your wound? I'm all right. He barely struck me. It's nothing to worry about. Nothing? But I saw how deep it was. He's right. He actually looks just fine. He was bleeding like crazy. Das kann ich bezeugen. All right, that's enough, Aspel. Open the gate already. Right, got it. Er hat genauso stark geblutet wie der Soldat gerade am Tisch. Okay, der streitlustige Prinz. Oh, schon reich. Lalala. Aber oh, okay. Egal. So, gehen wir noch mal nach oben. Ich glaube, da oben ist zwar nichts, aber egal, wir können's. Richard ist gerade ein bisschen durchgedreht, aber keine Ahnung, das hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Prinz sein zu tun. Ist auch ein bisschen stressig, ne? Und oh, da ist der Schatztuch. Hallo. Eine Titanscheide, geil. Geben wir die doch mal unseren einzigen Aspel. Naja, was das jetzt war, das werden wir nie erfahren. Aber es wird schon seinen fundamentalen Grund haben. Ich möchte jetzt als erstes. Ja, schon ganz oben. Von ganz oben komme ich, ne? Oder? Ich gehe mal nach oben. Genau das meine ich. Ja, hier war ich, glaube ich. Und ich weiß jetzt nicht so genau, wo wir jetzt hin müssen, aber ich glaube, es ist irgendwo auf der linken Seite. Ich komme mit dieser Struktur irgendwie nicht klar. Ich weiß auch nicht. Es ist eigentlich voll einfach, aber irgendwie auch nicht. So, hi. 20 Treffer-Kombo, ja, sonst noch Wünsche. Ich bin Level, okay, 27, 26. Aber trotzdem. Aua, aua. Aua, aua. Geht weg. So, kommt her. Ha. So viel, komm her. Ich glaube, die aufgeladenen Angriffe setzt sie nicht von alleine ein. Mach ich dann. Phantomblitz, geil. Phantomblitz, was war das nochmal für ein Angriff? Egal, den ballern wir schon mal irgendwo hin. Phantomblitz. Ein vernichtender Schlag, der einen Schub göttliches Lichts nach rechts freisetzt. Dann machen wir den hier. Mal neuen Angriff. Dann können wir mit Aspel wieder mit E-Arts hier angreifen. Hi. Ach, der Angriff, genau. Ich habe auch keinen Bock, jetzt die ganze Zeit nur diesen Angriff zu spammen. Warte mal, was war doch jetzt? Zack! Smartschlag! Biums! Ich finde die Mystic Arts in Tales of Graces F sehen richtig geil aus. Kaputtes Zahnrad. Ein Slot haben wir dazu bekommen. Geil. Guckt euch das an. Geil. So, dann packen wir da noch irgendwas da rein. Ja, die Giftnadel, warum auch nicht? Habe ich da nicht schon mal reingepackt? Egal. So, dann. Achso, okay. Oh. Bonus FP? Warum denn nicht? So, dann. Scheißen wir auf den. Nein, scheißen habe ich nicht gesagt. Dann ignorieren wir den Finstertrunk und packen. Das hier, die Bonus FP rein.
klingt doch sehr gut. 3%, hallo, das ist viel, oder? Wow, Höllenfall ist richtig gut. Ich muss mir angewöhnen. Oh. Haben wir nicht auf böse jetzt hier eingestellt, den Schwierigkeitsgrad? Warum sind die Gegner auf einmal so einfach? Ja, Hyper aufladen, das ist schon mal gut. Und ich dachte, Zerstörungswut. Ja, komm. Schaff mal einen Kampf. Genau gesagt, diesen hier. Jo, boing. Aua, ey. Ich dachte, ich kann mich jetzt schnell aufladen. Aua. Ma. Ma. Überhaupt diesen Angriff. Zack, zack, ma. Boah, alle auf ihn drauf. Ja, zwei Titel auf 5, gut. So, wieder umstellen. Und zwar Schwertsturm, Rapierstoß. Zwei Angriffe, ja. Absorption, Schattenreich, neue Art, ja bitte. Feuerring, nein. Unwetter, Wirkzeit runter, das ist gut. Monitor, entflammen. Oh, entflammen, das ist auch gut. So, hä? Ich habe jetzt für sie umgeschickt. Sie hatte doch noch gar nicht auf Level 5, glaube ich. Egal. Hier können wir nicht weiter runter. Ein Dunkelscheinkristall, gut. Kristalle, die sind nützlich. Die werden wir brauchen irgendwann. Also nicht direkt brauchen, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Aua. Heil dich mal. Ich habe keinen Bock, das selber zu machen. Zack. Okay, Sophie. Ja, komm. Wo bist du? Hier. Okay. Oh Gott, Richard. Phantomimpuls. Impuls, Blitz. Einminütige Heilung, okay. Boah, 28 Minuten, hallo? Sind Speicherpunkte? Nee, im Runden, glaube ich. Nein! Hey, komm her. Zack. Hey. Infernal Prison! Oh Gott. Ja, den haben wir noch. Aua, hat er mich noch getroffen. So, komm her. Wie schnell die mal aufstehen, wie so Puppen irgendwie. Da bin ich noch gut ausgewichen, ne? Zack. Stampede Strike! Ich glaube, der FP-Bonus bringt's. Und Schattenreich erlernt. Schön. So, jetzt suche ich noch einen Speicherpunkt, dann mache ich heute Feierabend. Glaube ich. Mal gucken. Ich weiß auch, wo ich hin muss jetzt. Geh weg. Boah. Warte mal, hier unten, da konnte man da auch noch genau. Boah, der Part wird viel zu lang. Ja, vielleicht schaffe ich das dann noch. Vielleicht schaffe ich dann noch, schnell wie möglich das Spiel durchzukriegen. So, die Südbrücke. Auch runterlassen, geil. Dafür muss jetzt eine Katze kommen? So, was haben wir hier noch? Hi. Ich möchte dich. Okay, dann nehme ich. Und aus irgendeinem Grund sind wir auch wieder oben. So, wie gesagt, ein längere Part. Ich glaube, 30 Minuten wird jetzt so ungefähr Standard sein.
Hochzuladen wird nur schwierig sein. Ah, nein, ich möchte nicht spammen. Bams. Ich treffe dich von Haus. Ah. Okay. Magneto-Verbesser und Kombo-Kämpfer-Titel. Cool. So, dann werde ich noch ach hier, Apfelgummi, super. Okay. Rennen wir noch mal zum Speicherpunkt fürs Speichern und so. Und dann ja, ich glaube, hier muss ich auch noch ganz da oben, oder? Aber schon Wallbrick in einem Part geschafft, ey. Ich weiß es nicht. Da seht ihr mal, was passiert, wenn ich mich ein bisschen mal hier anstrenge. Und durchwasch und so. Ne? Das ist aber nicht wo der Speicherpunkt. Ich glaube, der ist jetzt einen runter und links, ne? Da müsst ihr ja eigentlich schon sehen können, ob die Brücke auch unten ist. Oh! Das war unfair. Ah. Geht ihr alle auf Richard? Ich weiß nicht. Ja, dafür hat der Schwierigkeitsgrad auf böse eingestellt ist, ist das hier noch richtig locker. Boah, richtig gut. Das Unwetter übrigens, hab ich jetzt schon mal gesagt. Zack. Das war das Beste, was du drauf hattest. Und jetzt nichts. Dann gehen wir mal wieder runter, um nichts zu feiern. Hier müsste der Speicherpunkt sein. Ne? Da komme ich heute auch mal endlich hier zum Ende. Ah! So, 11 Schub. Kommt der eine noch, um sich für Biest anzustellen? Zack. Der war schon so gut wie tot, aber egal. Ja. Oh, like the old days. Als wir noch jung und knackig waren. Und nein, du musst jetzt nicht sein. So, hier ist der Speicherpunkt, perfekt. Dann speichere ich mal hier und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.